Morgen, meine Lieben. Heute ist Dienstag. Ja, und gestern habe ich nicht gebloggt. Die Michelle und die Lara sind gestern und heute noch zu Hause geblieben. Also Montag und Dienstag. Die haben ja so ein bisschen einen Husten gehabt und haben dann immer noch so ein ganz kleines bisschen. Deswegen, ja, habe ich die zwei halt zu Hause behalten. Weil, ja, ihr wisst schon, ne? Es ist jetzt aktuell auch so die Zeit mit dem C-Virus und wie creepy schaut das aus, das Baby hier mitten am Tisch. Ja, und ich bin die kleine Weezy, die auch gerade, ich glaube die Luisa ist ein bisschen müde, oder? Aber wir versuchen gerade die Lara aufzuwecken. Hier ist die kleine Lara. Lara Chiki, die Michelle ist auch schon wach. Wollt ihr was frühstücken? Magst du noch schlafen? Sollen wir dich noch lassen? Komm, die Lara will noch ein bisschen schlafen. Geh mal raus. Lisa, magst du mit Michelle frühstücken? Schauen wir mal, was die Michelle macht. Komm. Michelle! Kommst du? Oh, die Sophie ist auch hier. Kommst du rauf? Ja. Hilfst du mir, Geschirrspüler ausräumen? Oh. Hilfst du mir trotzdem? Wie geht's dir mit deinem Husten? Du klingst immer noch so ein bisschen. Deine Stimme ist so verkühlt. Hustest du noch? Ja? Komm. Komm. So, meine Lieben, Küche haben wir jetzt aufgeräumt, Geschirrspüler ausgeräumt und eingeräumt und Küche geputzt. Jetzt decken wir den Tisch. Esst ihr Cornflakes? Mhm. Die Lara ist mittlerweile auch schon munter. Hast du für die Lara auch eine Schüssel? Ach, Entschuldigung. Lara, magst du auch Cornflakes? Ja. Ich gebe den Kindern immer gerne diese Lions. Die essen sie nämlich am liebsten. Oder? Mhm. Und diese gute Milch. Die gute Milch, die Haselnussmilch. Die schmeckt gut, gell? Besser als alle. Ich hatte dieses, wie hieß es nochmal? Haferflockenmilch. Ja, Haferflockenmilch hat sie nicht geschmeckt. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Mir schmeckt die Hafermilch am besten. So, das ist für die Lara. Eigentlich kann das für die Luisa passen. So, mein Schatz. Ich kann leider nicht mehr schreien. Kinken! Kinken! So, wollen alle Wasser trinken? Ja, ja. Oh, brave Mädchens. Ich habe mir jetzt auch einen Kaffee gemacht und habe mich jetzt kurz hier ins Büro auf den Boden gesetzt, weil nämlich soeben ein Paket gekommen ist. Ah, mein neuer Staubsaugerroboter, Wischroboter. Ist da und ich freue mich so, so sehr. Und wir schauen jetzt gleich zusammen rein. Für die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen vielleicht, dass ich zu Weihnachten einen bekommen habe. Der war so schlecht. Ich war so unzufrieden. Ich habe den, glaube ich, nach einem Monat dann zurückgegeben. Habe das Geld zurückgeholt. War leider nicht so gut. War einfach, ja. Ich glaube, der hat sowas um die 200 Euro gekostet und hat aber keine App gehabt. Hat nicht ordentlich gesaugt, war nur ein Staubsauger und er hat nie so richtig, also so richtig kontinuierlich gesaugt, sondern immer irgendwie und er hat mich einfach wahnsinnig gemacht und dann ist er zweimal hängen geblieben und dann habe ich ihn zurückgebracht. Ich habe ihn von hier vom Hofer gekauft und ja, ich war froh, ihn los zu sein, weil ja, 200 Euro einfach so rauszuschmeißen, finde ich auch nicht cool. Und dieser hier, AlphaWise, der ist auf jeden Fall ein echt cooles Teil. Ich habe auf jeden Fall schon im Internet ein bisschen was darüber gelesen und mir ein paar YouTube-Videos auch angeschaut. Der ist in derselben Preisklasse wie meiner, also so um die 250 Euro kostet der aktuell. Aber der kann so viel mehr und der hat eine App und der wischt sogar. Und deswegen habe ich mich für den AlphaWise V10 Max entschieden, weil ich einfach, ja, weil ich die Preisklasse sehr ansprechend gefunden habe und ich mir gedacht habe, den brauche ich. Weil wenn man einmal einen Staubsaugerroboter zu Hause hatte, dann will man diesen Luxus eigentlich nicht mehr missen.
Ja, das ist schon was Cooles. Ja, deswegen schauen wir mal zusammen rein, hätte ich gemeint. Also, wie schon erwähnt, ich habe hier den AlphaWise V10 Max Smart Laser Robot Vacuum Cleaner. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal rein, was denn hier so alles drinnen ist. Also, erstmal eine Bedienungsanleitung, die brauche ich ja jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so die großartige Bedienungsanleitungsleserin. Dann ist hier das Charging Stand, also das, wo ihr dann aufladen könnt. Oha, so stylisch, mega. Okay. Dann natürlich das Kabel, das man da anstecken muss. Und dann sehe ich hier schon das Wischtuch. Richtig cool. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. Was gibt's hier? Dann noch ein Ersatztuch. Auch sehr cool, weil, naja, man weiß ja, wenn man das andere in die Wäsche dann packt, dann hat man gleich ein zweites. Dann ist es so ein Filter. Schaut so aus wie ein Filter. Was ist das? Das ist wahrscheinlich die untere Seite, mit der er so saugt. Genau. Mhm. Und das ist der Wassertank. Schaut mal. 450 Milliliter Wassertank. Cool. Schauen wir uns gleich den Staubsauger an. Ah, wie cool ist der denn? Der ist so schön. So schön weiß. Schaut aus wie, könnte er von Apple sein. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall zwei Hände, um den rauszuholen. Moment. Der ist mega schön, super schön klein irgendwie. Also so handlich finde ich den, weil der andere war einfach, was ich vorher gehabt habe, der war klobiger. Auf jeden Fall klobiger. Und so schaut er hinten aus. Da hat er auf jeden Fall diese Räder, die braucht er ja natürlich, um über kleine Erhebungen zu kommen. Und dann hat er hier noch diese Füßchen, mit dem orientiert er sich ja. Da habe ich sogar noch zwei Ersatzfüßchen dazu bekommen. Und hier ist diese Bürste, die hat auch teilweise Silikon, was auch sehr wichtig ist, weil wenn Haare sich so rankräuseln, dass das besser aufgesaugt wird, weil Haare behaaren sich ja sehr, sehr gerne. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt. Ich würde mal sagen, nehmen wir ihn in Betrieb, oder? Schauen wir mal, wie er so saugt und wie er wischt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Probieren wir gleich aus. So, meine Lieben, ich bin jetzt mit dem Staubsauger hier ins Wohnzimmer rübergewandert, wo auch unser alter Staubsauger damals war. Und ich habe jetzt gerade die App runtergeladen und sie quasi, also den Staubsauger mit der App konfiguriert. Das ladet jetzt gerade, wie ihr seht, so die Prozentzahl. Und dann werden wir mal gucken, wie der so, ja, wie der so ist. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich warte, dass es sich hier die 100% voll macht. So, meine Lieben, fertig verbunden und schaut mal, wie das ausschaut. Ich habe mir gedacht, ich werde euch so eine Bildschirmaufnahme aufnehmen, wie das dann ausschaut. Ah, ich bin so, ich freue mich so. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt mal losstarten, oder Luisa? Let's go! Let's go! Er hat 53% Batterie, ich denke mir, das sollte reichen. Ja, 53. Stimmt, der ist viel, viel, viel leiser. Da ist ein Playmobil. Das Problem ist, die Deko steht noch da. Luisa? Ja? Hey, Michelle, räumst du die Bausteine weg? Ich hab sie gerade aufgeräumt. Sie hat sie wieder ausgeleert. Thank you.
Schaut euch mal bitte an, wie fleißig der Staubsauger schon im ganzen Wohnbereich, also noch nicht im ganzen, aber in einem, ja, großen Teil. Also er hat Laras Zimmer hat er noch nicht, die Toilette hat er noch nicht, ja, die Küche hat er so teils. Und bei der Küche ist nur das Problem, ja, mit den Sesseln, ne? Die muss ich halt so irgendwie hinstellen, dass er gut durch kann. Und ja, ich werde mir währenddessen ein schnelles Frühstück machen, habe ich mir überlegt. Du machst auch einen Apfel? Ja! Alles klar, noch ein Teller, noch ein Apfel. Apfel, Apfel! So, Mädels. Was? Nee. Ist ja wohl, speist es einfach weg. Lass es einfach da. Langsam, ja? So, aber jetzt bin ich dran. Gut. So, meine Lieben, Batterie, Akku, also Batteriestand ist 20%, deswegen verlangt er jetzt nach seiner Homestation. Ja, und er sucht sich die einfach selber. Okay, jetzt macht er quasi Pause. Die Sophie isst jetzt ihren Kauknochen auf dem Teppich, der gerade aktuell so schön gesaugt ist. Schaut mal, seht ihr diese ganzen Linien da? Wow, richtig cool! Ja, wenn er sich aufgeladen hat, zeige ich euch dann später noch, wie er wischt. Weil auf das bin ich auch mega, mega gespannt. Jetzt lassen wir ihn hier mal ruhen. Ich habe mir jetzt meinen leckeren Smoothie geschnappt und bin jetzt hier ins Büro, weil ich muss nämlich noch mein Video für heute schneiden. Also, während mein neuer Staubsauger schön brav vor sich hin ladet, werde ich hier mein Video schneiden. Und hoffentlich kann ich euch danach zeigen und bin auch selber mega gespannt, wie das mit der Wischfunktion ausschaut, weil das ist so mitunter, ja, nee, ja, beides. Ich finde beides cool, deswegen, schauen wir mal. Aber zuerst mal Video schneiden. Ich habe das Video jetzt fertig geschnitten, muss mich jetzt aber aktuell gerade anziehen, weil wir zum Zahnarzt müssen. Bei mir hat sich nämlich eine Füllung gelockert. Und das ist mir jetzt vorhin aufgefallen und ich habe sofort beim Zahnarzt angerufen und ich habe jetzt sofort einen Termin bekommen. Deswegen muss ich jetzt alles stehen und liegen lassen und jetzt mal zum Zahnarzt gehen, weil das hat jetzt Vorrang. Und danach, wenn ich nach Hause komme, zeige ich euch dann noch die Wischfunktion, auf die nämlich auch ich so mega gespannt bin. Aber zuerst muss ich auf jeden Fall mal schnell zum Zahnarzt, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, warum das Video heute später online kam. Weil, ja, ich kann es jetzt nicht, ich kann es so online uploaden, aber nicht fertig online stellen. Deswegen, ja, Problem. Also, bis später, meine Lieben. Ich hoffe, es tut nicht weh. Ich hasse Zahnarztbesuche. Zahnarzttermin gut überstanden. Also, das hat überhaupt nicht weh getan. Es ging auch richtig schnell. Deswegen war es super, dass ich sofort gekommen bin, beziehungsweise schnell einen Termin bekommen habe. Ja? Ich bin ein Babylein. Was, ein Baby? Ein Babylein. Ein Babylein?
Woher soll ich dir jetzt ein Babylein zaubern? Ein Babylein. Pass auf! Die Lara will ein Babylein. Okay, dann gebe ich dir ein kleines Babylein. Ja, Babylein. Wie, der Papa ist auch schon von der Arbeit zurück, der war auch ein bisschen einkaufen. Was, haben wir überhaupt noch ein Babylein? Ja, Babylein. Wo ist das? Achso, da. Man sagt Gesundheit. Bitte schön. Das Babylein, hat Lara gemeint. Das ist doch kein Babylein. Du hast doch gesagt, gib mir ein Babylein. So, meine Lieben, und jetzt geht's ran an den Speck. Ich möchte jetzt unbedingt testen, wie das mit dem Wischen ist. Ich habe jetzt den Wassertank zur Hand genommen und werde den mal mit Wasser befüllen. Wow. Schaut mal, jetzt habe ich diesen, wie sagt man, das, wo der ganze Dreck drin ist, da ist sogar eine Bürste dabei und hier ist dieser Filter, den ich ja auch als Ersatz mit dazu bekommen habe. Richtig cool. Das kann ich dann gleich entleeren. Das kommt hier ganz leicht reingeklickt. Das ist mega easy cheesy. Yes. Also mega leicht, das war so easy. Also ich hätte nicht gedacht, aber das ist so. Und er spricht auch mit dir. Yes. Alles klar, richtig gut. Hier kommt noch der Wassertank rein. Da ist jetzt der leere Staubtank. Und jetzt das rein zumachen. Und ich würde mal sagen, let's go mit dem Bodenwaschen. Schau mal, siehst du das Nasse? Siehst du im Kreis? Hast du es gesehen? Ja, echt, ja. Cool, oder? Da kann man auch ein bisschen so Flecken sehen. Von so intelligent, oder? Ja, voll. Und schau, wie präzise und genau der rüber geht. Oh mein Gott, das ist so cool. Schaut mal bitte. Ich bin davon so begeistert. Seht ihr, es ist nass. Es ist da. Ah, ich lieb's. Mega. Ja, ich habe den Teppich raufgerollt. Dann kann er nämlich erstens nicht mehr auf den Teppich rauf, ne? Und so wird auch mal hier unter den Teppich gewischt, ne? Wer wischt schon unter den Teppich im Normalfall? Und schaut euch das an, wie cool. Das ist nass. Ja? Warum bist du nass? Was? Wer war das? Geh zum Papa, ich komm gleich. Oh mein Gott, sagt man. Erkennt man das? Hier im Forum nicht so, gell? Aber ist cool. So, ich lasse den jetzt, glaube ich, hier in Ruhe seinen Wischvorgang weitermachen. Jetzt wischt er hier im Vorraum. Ich freue mich. Und wir können jetzt was zum Abendessen. So, die ganze Familie hat sich hier versammelt zum Abendbrotessen, oder Patrick? Abendbrot. Wie sagen die Österreicher eigentlich? Die haben das. Die haben das nicht, stimmt. Mutterstunde. Nein, die Deutschen sagen Abendbrot. Denn doch, die Österreicher sagen auch einen bestimmten Wort. Habt ihr wieder was? Nein, mir fällt es jetzt nicht ein. Wo ist der? Ihr essen. Brauchst du Hilfe? Ja. Moment. Papa. Bitteschön. Soll ich dich anschnallen? Ja. Was? Was? Ach so. Oh, danke. Sag mir, wenn das passt,
Hey meine Lieben, sorry, ich habe mich gestern am Abend nicht mehr vom Vlog verabschiedet. Die Luisa war nach dem Abendessen so unzufrieden. Ich sag's euch, die hat nur herumgemeckert. Deswegen habe ich dann einfach die Kamera nicht mehr in die Hand genommen und einfach die Luisa genommen und sie ins Bett gebracht. Und ja, dann war eigentlich schon hier Schicht im Schacht und wir sind alle schlafen gegangen. Heute bin ich ganz pünktlich um 5 Uhr aufgewacht. Das ist jetzt meine neue Morgenroutine. Werde ich euch auf jeden Fall mal wieder mitnehmen und eine neue Morgenroutine für euch abdrehen. Aber das ist, hat jetzt nichts mit diesem Video zu tun. Auf jeden Fall, wenn ihr auch so einen echt coolen Alphawise V10 Saugstaubsaugerroboter / Wischroboter haben wollt, dann kann ich euch den wirklich ans Herz legen. Ich finde den mega cool und ja, ich liebe den einfach. Und das Beste an ihm ist einfach sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe auch einen echt coolen Rabattcode für euch, den habt ihr schon vorhin ab eingeblendet gesehen. Aber hier nochmal, also schlag zu, mit diesem Rabattcode kostet er rund um die 200 Euro. Er hat ein wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde, ich habe, also besser gesagt, ich habe keinen derartigen Staubsauger-Wischroboter in seiner Preisklasse gefunden. Wenn man so sich die Preisklasse rund um 200 Euro anschaut, dann kann er vielleicht saugen und hat aber vielleicht keine App, kann nicht wischen und so weiter. Also wie gesagt, ich kann euch den wirklich guten Gewissens ans Herz legen. Es gibt auch noch viele andere YouTube-Videos dazu, die ich mir damals als Inspiration angeguckt habe. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt über den, gibt es einfach auf YouTube ein. Und mit meinem Rabattcode spart ihr auf jeden Fall und holt ihn euch um 200 Euro. Ich werde ihn auf jeden Fall noch öfters mal herzeigen in meinen Videos, in meinen Vlogs. Und falls es irgendwelche Fragen gibt, dann ab damit in die Kommentare. Ich werde den Staubsauger natürlich jetzt mal ausgiebig testen und ihn auch sicher noch in ein paar anderen Vlogs mal zeigen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mega begeistert, weil ja, als Vierfachmama, die arbeitet, ja, ist meine Zeit etwas begrenzt, um jetzt jeden Tag durchzusaugen oder durchzuwischen. Und deswegen ist es einfach so eine mega Entlastung und ich freue mich, den zu haben zu einem echt guten Preis, wie ich finde. Ja, gut, das war's von dem Video, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann morgen. Und ja, tschüss.